Der Bahnhof Riesa ist ein Kreuzungsbahnhof in der Mitte von Sachsen. Als einer von 6 Fernbahnhöfen im Bundesland gehört er auch zu den größeren. Im Takt verkehren hier 4 Eisenbahnlinien. Heute zeigen wir euch den Aufbau des Bahnhofs und den Bahnverkehr. Insgesamt besteht der Bahnhof Riesa aus 9 Gleisen, die an einen Bahnsteig angebunden sind. Von denen werden aber planmäßig nur die Gleise 1, 2, 3 und 6 vom Personenverkehr bedient. Die Gleise 1 bis 5 sind Durchgangsgleise und die Gleise 6 bis 9 sind Kopfgleise, welche am Bahnsteig von Gleis 1 liegen. Die verschiedenen Bahnsteige sind durch eine gemeinsame Unterführung verbunden. Alle Bahnsteige außer dem Bahnsteig zwischen Gleis 4 und Gleis 5 sind barrierefrei durch einen Fahrstuhl zu erreichen. Östlich des Bahnhofs fahren die Züge über die dreigleisige Eisenbahnbrücke, welche über die Elbe führt. Am Bahnsteig von Gleis 1 liegt das Bahnhofsgebäude, in dem sich auch einige Geschäfte und ein Abfahrtsanzeiger der Züge befinden. Von dem Bahnhofsgebäude oder auch von Gleis 1 kommt man direkt ohne Stufen oder einen Aufzug über die Straße zum Busbahnhof. Hier halten die Buslinien A1, A2, B, C, D und 442 an. Einige Meter daneben trifft man auf das Postamt der 35.000 Einwohner zählenden Stadt und auf das Saxonia Hotel. Meter südlich des Bahnhofs liegt die Bundesstraße mit einer parallel zur Eisenbahn verlaufenden Brücke über die Elbe. Auf der anderen Seite vom Bahnhof befindet sich das Gebäude der Güterabfertigung Riesa. Hier fahren nämlich ebenfalls viele Güterzüge lang und es gibt auch eine Abstellanlage für Güterwagen. Kommen wir also zu den 4 Eisenbahnlinien, die hier anhalten. Das sind nämlich die RB 45 von Elsterwerda nach Chemnitz, der RE 50 von Leipzig nach Dresden, der ICE von Wiesbaden nach Dresden und der Intercity von Köln nach Dresden. Beginnen wir also mit dem Regionalverkehr. Die RB 45 wird von der Mitteldeutschen Regiobahn betrieben. Dort kommen die Triebzüge Coradia Continental von Alstom mit der Baureihennummer 1440 zum Einsatz. Sie weisen einen grauen Lok mit grünen Türen auf. Er fährt im 2-Stunden-Takt bis nach Elsterwerda und von Montag bis Freitag im Stundentakt nach Chemnitz. Die Langläufer der RB 45 von Chemnitz nach Elsterwerda fahren in beide Richtungen von Gleis 1 ab. Züge, die aus Chemnitz kommen, aber schon in Riesa enden, halten immer am Kopf Gleis 6. Nach Chemnitz fahren die Züge zur Minute 34 ab und nach Elsterwerda zu jeder ungeraden Stunde in der Hauptverkehrszeit zu jeder Stunde um 15 nach. Die Züge aus Chemnitz, die hier enden, kommen immer zur geraden Stunde um 10 nach an. Der RE50 wird von der Deutschen Bahn, genauer gesagt von der DB Regio Südost betrieben. Er fährt unter dem Namen Saxonia Express. Zum Einsatz kommen entweder 3- oder 5-teilige Talent 2 Triebzüge oder 146er Lokomotiven mit 3 Doppelstockwagen, wobei die Talent 2 Dreiteiler nie in Einzeltraktion fahren. Die Doppelstockwagen auf der Linie gehören verschiedenen DB-Netzen an, wie zum Beispiel der S-Bahn Dresden oder der Elbe-Saale-Bahn.
Er fährt im durchgehenden Stundentakt von Leipzig nach Dresden und hält an den Gleisen 2 und 3. Der nach Leipzig fährt immer um 5 nach ab und der nach Dresden immer um 15 vor. Die beiden Fernverkehrslinien ergänzen sich bis Leipzig zum Stundentakt. Sonst fahren beide Linien nur im 2-Stunden-Takt. Der ICE fährt mit ICET-Triebzügen und der Intercity fährt mit einer 146 und IC-Doppelstockbahn. Genau wie der RE50 fahren diese Linien von Gleis 2 und 3 ab, wobei sie an Gleis 2 immer in Richtung Dresden und an Gleis 3 immer in die Gegenrichtung halten. Das gilt übrigens auch für den Saxonia-Express. Die Fernzüge fahren immer zur Minute 3 nach Dresden und zur Minute 48 Richtung Westen. Jede gerade Stunde fährt der IC nach Dresden und der ICE Richtung Westen und jede ungerade Stunde umgekehrt.